Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Wir suchen die Spitze des Eisbergs, die Spitze des Kraterbergs und ja, das ist nicht ohne, muss ich sagen. Da soll sich ja Cyrus befinden und er will eine neue Welt erschaffen. Wie immer halt, ne? Aber ich muss mich mal ein bisschen umschauen. Das Ganze ist sehr weitläufig, sowas mag ich eigentlich gar nicht. Wenn es 8 Millionen verschiedene Wege gibt und ich weiß nicht, welcher ist richtig. Oben geht's schon mal nicht lang und hier geht's auch wieder rein. Also wenn wir schon zwei Eingänge in Höhlen schon wieder. Aber vielleicht hängen die ja zusammen. Das sieht so aus. Ja, irgendwie schon. Sag mal, dafür brauchen wir Kaskade. Haben wir denn schon Kaskade? Aber was wir definitiv nicht haben, das ist Welser. leider ist Xerox schon down. Und warum machst du eigentlich Drachenklau? Das wird ja doch niemals überleben. Na komm. Enttäusch mich nicht, Welser. Du bist doch hart im Nehmen, oder? Du überlebst sowas. Ja, epic. Das sieht schon in Ordnung aus. Ich versuch's einfach mal, ihn jetzt zu fangen. 78 Hyperbälle haben wir noch übrig. Damit lässt sich noch ein Weilchen leben. 1, 2, 3. Das Vieh ist drin. Haha, Welser wurde gefangen. Welser setzt Welser ein. Es bewacht sein Territorium. Nähert sich ein Gegner, greift es mit heftigen Erschütterungen an. Jo. Ist doch nice. Gleich mal ein Erfolgserlebnis zu Beginn. Da können wir also noch nicht hoch. Bekommen wir wahrscheinlich später. Schmerbe. Oh, der Level ist wirklich zum Wegschmeißen. Wollen wir Dings wiederbeleben? Dann ersparen wir uns jede Menge. Ach, wir haben 8 Beleber. Gut, dann muss ich gar keinen Top-Beleber einsetzen. Setze halt einen ganz normalen Beleber ein. Und dann können wir mit Xerox Trugschlag einsetzen. Der Kerl setzt sogar Erholung ein, obwohl es gar nicht nötig ist. IQ for win. Ja, aber wer schon so aussieht wie so ein Schmerbe. Schnarcher, ja, du schläfst gar nicht. Das ist die typische Bloody Platin Intelligenz. Er setzt sofort Erholung ein, weil er denkt, er wurde verletzt und setzt dann immer Schnarcher ein, weil er denkt, er schläft. Ja. Gut, wenn wir das eine oder andere Pokémon hier wieder fangen, dann bin ich happy. 1, 2, 3. Drin. Hätte mich auch ein bisschen gewundert. Weil der Levelunterschied ist schon jetzt enorm. Obwohl es ja kein Kriterium, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Sein schlanker Körper ist schwer zu greifen. Man vermutet, es sei aus gehärtetem Schlamm entstanden. Oh. Ein Pokémon aus Schlamm entstanden? Und das wird dann ein Fisch? Naja. Ach, wir können hier gar nicht lang. Doch hier nach oben. Und hier ist nicht wirklich etwas. Sternstaub. Okay, dann weiß ich, dass hier sozusagen Sackgasse ist. Momentan. Wir haben keine Kaskade. Oder ich gucke einfach mal. Hallo Mammutel. Ey, den haben wir auch noch nicht. Dann gucke ich halt einfach mal, ob wir die VM-Kaskade haben. Ich kann nur hoffen, dass wir sie nicht haben eigentlich, ne? Weil dann müsste ich es irgendjemandem beibringen und Lucario kann die sicherlich nicht. Ja, wollen wir Mammutel auch noch einsacken, ja? Xerox. Xerox. Lizard geht so. Starke Eisattacke, aber nicht effektiv. Wenn jetzt irgendwas Effektives käme, würde ich mir auch ans Bein pinkeln. Voll laufender Kamera. Hoffentlich macht er nichts. Sodle. Das ist nicht effektiv. Nein, nein. Nein. Nicht effektiv. Und er überlebt's. So, dritter Hyperball, drittes gefangenes Pokémon. Wie sieht's aus? Wollten wir eigentlich weitermachen. 1. Du enttäuschst mich. Ja. Ja. Du nervst. Ganz ernsthaft. Na gut.
Dann Logok. Warum nicht? Mach es fertig. Los, Logok. Über Bälle vorwählen. Ja, komm, Mamutel. Bleib drin. Ich will weitermachen. Wir wollen doch heute zu Cyrus. Der befindet sich auf der Speerspitze. Kennt man schon aus Super Smash Bros. Brawl. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Platin war. Also das... Dialga, Palkia, wie das alles war. Ich habe nicht mehr so die Ahnung. Ich werde das mit euch gemeinsam herausfinden. Eins. Oh, was ist das für ein Vieh? Bleibt drinne. Erdbeben. Was geht denn? Dö. Aber ich finde es nicht lustig. Ach so, was ist Kamerapinkeln anging, das war nur, wenn Xerox mit einem effektiven, ne? Weil ich nicht wollte, dass Xerox besiegt wird. Alter, hey! Logo, Glashu King und Xerox sind down! Die Beltra hat Schwebe und kann sich demnach dem Erdbeben von Mamutel scheißegal. Was will ich damit sagen? Eins, zwei, drei, vier. Ende Gelände, mein Freund. Hab ich lang genug geärgert, ganz ehrlich. Das Mammut. Gucken wir uns das mal an. Ein eingefrorenes Exemplar wurde aus 10.000 Jahre alten Erdreich ausgegraben. Es machte sogar auf. Okay. Ja, das war nur Nickersche. Kurz mal eingenickt. So, was haben wir jetzt bislang in den ersten 7 Minuten erreicht? Nichts. Wow. Tut mir leid, Leute. Safe States. Shit. Die Beltra. Oh Gott, unsere Pokémon sind so gut wie tot. Krass. Arceus. Für die, die es nicht wissen, ist das stärkste aller Pokémon. Hat Mewtwo übertroffen. Es ist das Gott-Pokémon. Also, es ist der Gott. Gibt's ja Kinofilme drüber, wo ich nicht gesehen, aber ist halt so. Ja, Mann, Hyperstrahl! Ja, Mann! Ach du heiliger Bimba. Jetzt mal gucken, wird Arceus denn verletzt durch den Hagel? Ja. Also mit Trugschlag können wir schon mal nichts machen. Ja gut. Arceus kann man ja durch ein Event freischalten und das wollte ich eigentlich zeigen. Das werde ich auch zeigen. Wow. Erdbeben. Wow, hier nicht übertreiben, der ist nur Level 70. Okay, die Beltra wird jetzt nicht sterben. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass er alle meine Pokémon erledigt. Weil die brauche ich eigentlich noch. Eigentlich brauche ich den noch. Wie habt ihr den? Ach, wir haben nur noch Chelterra und Lucario. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Mach Rasierblatt. Weil er soll ja nicht sterben. Können wir Gott einfangen? Wollen wir Gott einfangen? Das ist eine andere Frage. Sehr überraschend. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Hyperball. Ein Hyperball? Dann versuchen wir es mit Timerbällen. Eins. Ja, nicht das Beste kommt zum Schluss. Das
Beste jetzt kommt jetzt einfach mal jetzt, ne? Ah, wenn er nicht besiegt wird. Soll ich euch was sagen? Ich habe zwar selbst jetzt gesetzt, aber ich werde sie nicht benutzen. Moment! Meisterball! Wir haben den Meisterball erhalten von Cyrus, ne? Timerball. Ich will den nicht einsetzen. Tja, Hagel wird er höchstens noch einmal den Tisch halten. Es sei denn, er macht Genesung. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aha. Krasse Mucke auch. So Trommeln und so. Ist nicht ein Arceus. Es gibt doch ein Arceus Event. Aber schon geil, dass wir den hier getroffen haben. Das muss ich mal so sagen. Ja, mal sehen, wie der Kampf noch weitergeht. Ich würde ihn ja gerne fangen. Aber wir werden es gar nicht durchhalten. Naja gut, wir werden es noch ein bisschen versuchen. Die Hyperball ist einmal drin geblieben, das kann man nicht anders sagen. Ach du heiliger Bimbam. Ja. Man kämpft ja nicht alle Tage gegen einen Gott. Oh yeah, was mach ich denn bloß? Was ist denn die Attacke Heilung? Heilung ist nicht Genesung, anscheinend. Natürlich ist Heilung nicht Genesung. Ist mir auch klar. Aber was genau ist dann bewirkt? Das hätte ich irgendwie gerne gewusst. Ja. Arceus. Schön, dich gesehen zu haben. Wir werden dich so oder so schnappen. Früher oder später. Das ist klar. Timerball. Timerball ein. Eins! Spannung pur. Ja, was ich sagen wollte, auch die ganzen anderen Events, das heißt Darkrai-Event und so, die werde ich alle mit euch machen. Mach ich mal keine Sorgen. Wenn ich ihn jetzt schon einkollekten kann, dann ist es so. Problem ist, wir haben keine Pokémon. Gleich. Lucario ist ja der größte Schwächling von allen. Ist ja klar, wir haben ihn ja nicht trainiert. Tja. Wir haben eigentlich nur noch eine Chance. Lucario ist the last one. Ja, hätte man aber doch ein bisschen besser gestalten können mit ein bisschen mehr Musik, oder? Also ein bisschen Getrommel ab und zu Stille, das ist... Ist das das Richtige? Letzte Chance war es wohl. Die haben wir vertan hiermit. Oh, wir kriegen noch eine Chance und es sieht sogar... Wahrscheinlicher geht es im Moment einfach gar nicht, wenn es überlebt. Also. Oh, oh, oh! Okay. So Leute, die letzte Chance. Die große Chance. Tja. Das war's wohl. Jetzt werden sich beide verabschieden. Oh, er macht Genesung. Eine Alternative hätte ich noch, die nennt sich Meisterball. Das werden wir aber nicht tun. Ich werde keinen Meisterball an dieser Stelle einsetzen. Aber nochmal die Chance haben, aber das ist so unrealistisch. Und wenn alle Timerbälle verschwindet, beziehungsweise einen einzigen haben wir jetzt noch. Toll. Epic.
Ich habe schon überlegt, was für ein legendäres Pokémon kann jetzt wohl erscheinen. Aber in Arceus habe ich echt nicht gedacht. Er will nicht. Das war der letzte Timerball. Jetzt haben wir nur noch Hyperbälle. Und den Meisterball. Und den Meisterball setze ich nicht ein. Ein Nachteil hätte die ganze Sache auch, wenn ich jetzt ihn noch fange, oder im Überball. Meine ganzen Pokémon sind tot. Nein. Das war's dann wohl. Genesung, das war's. Ja, wir konnten ihn nicht fangen. That's it. Es ist, wie es ist. Und so ist es. Und jetzt kommt Sehe. Oh, nochmal die allerletzte Chance. Das ist wirklich Game Over, wegen Sehe. Nein. Kannst du vergessen. Was? Immer noch nicht, hä? Warum? Ich will tun, was ich kann. Warum jetzt hier mein billiges Lucario so lange gegen einen Gott überleben kann? Schlug fehl. Doch ist nichts vorbei. Karamba. Blödes Vieh. Und? Werde ich diesmal von Seher getroffen? Hagelsturm, ja. So viele letzte Chancen, ne? War das wirklich der letzte Überball? Nein, wir kriegen ihn nicht. Das ist aber auch nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Noch eine Chance. Wir verschwenden nur Bälle und Energie. Und Zeit. Ja, ein kleiner Vorgeschmack, ne? Ah, jetzt hat er wieder volle Energie. Kann ja gar nicht klappen. Ja, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Arceus. Ganz simpel. Du bist einer der 493. Du bist sogar die Nummer 493. Glaube ich. Ja, doch, eigentlich schon. Und ich werde mich dir vornehmen. Aber heute hat es nicht sollen sein. Wir werden uns wiedersehen. Ich krieg euch alle. 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 Game over. Tja. Was mache ich jetzt mit meinen kaputten Pokémon? Mit dem Weg, den ich gegangen bin? Den verschwendeten Bällen? Und ja. Mach ich ganz einfach so. Und zwar flüchtig. Ach nö, das ist ja billig. Ich habe ihn nicht fangen können. Ich werde jetzt nicht großartig safe staten, aber ich will gehen. Was wird das sein jetzt? Vieh, lass mich jetzt in Ruhe. Na also. Safe state. Ja, war epic. War epic. War eine ziemliche Überraschung, ein Schock, aber wir haben ihn nicht fangen können. Das ist ja noch nicht so weit. Wie wär's stattdessen mit Rosanna? Die hat doch auch was. An sich. Halbwegs. Fast schon interessant. Xerox? Nein. Kein Xerox mehr im Leben. Mach Drachenklaue. Wenn du es überlebst, bist du würdig. Aber die überlebt es auf keinen Fall. Da war der Level einfach zu niedrig. Schade. Alter, darf ich jetzt in die Höhle oder nicht? Budukel. Budukel. Weißt du, was wir machen? Top-Genesung für Xerox am besten. Ja, ja. Eigentlich schon. Stört das Heilmittel? Beleber? Nein. Top-Beleber. Ah, kein Top-Beleber. Ich weiß nicht. Das ist ein hartes Spiel. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe noch 7 Beleber gehabt. Dann benutze ich lieber einen normalen Beleber.
Die Energie zwar nur halb aufgefüllt, aber scheint mir dann doch sympathischer als. Momentan wird er getroffen vom Hagel, Portugal. Nein? Nein. Wird er nicht. Ist das ein Eis-Pokémon? Glaube ich nicht, nee. Portugal war Flug, aber Normalflug. I don't know it anymore. Nur zieht sich heute alles so verdammt lang, ey. Wir haben immer noch nichts erreicht. Wir haben noch keinen Meter sind wir vorangekommen, ganz ehrlich. Und der Part ist schon recht lang. Wenn ihr vielleicht gemerkt habt, ich tue jetzt neuerdings zwischendurch immer mal wieder die Aufnahme beenden und wieder neu aufnehmen, sodass es halt nicht asynchron wird oder so. Und der Part halt doch eine gesunde Länge hat. Weil ganz ehrlich, was soll ich hier ein Part mit Botogel, ein Part mit Arceus und trotzdem sind wir noch keinen Meter vorangekommen oder was? Es dauert ja Monate, bis wir dann aus dem Kraterberg draußen sind. Okay, Hyperball. Ja, man möge mir verzeihen, dass ich jetzt den Safe State wieder geladen habe. 1, 2, 3, 4. Dadurch habe ich jetzt die ganzen Hyperbälle noch und die Timerbälle noch und die Pokémon sind nicht alle besiegt. Ja, wer mich verfluchen möchte, der soll dies tun. Im eingerollten Schweif transportiert das Futter, das es mit denen teilt, die sich verlaufen haben. Doch Eisflug war er in der Tat. Botogel ist ein Eis-Pokémon. Das ist sehr interessant, ey. Ah, er lässt mich in die Höhle. Er lässt mich in die Höhle. Das Spiel lässt mich in die Höhle. So. Dann kannst du ja weitergehen. Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Und ich werde die Aufnahme kurz neu machen. Ah, sieht ja fast so aus, als kämen wir heute noch in den Genuss von Trainerkämpfen. Nur dann. Ein paar Galaktikrüpel kommen wohl noch. Unsere Zeit wird kommen. Eine Zeit nur für uns. Und ich werde mir zurück in eine Zeit schicken, in der du noch nicht mit dem Training begonnen hast. Oh mein Gott. Schwätzer. Der mit seinen Nebulogat-Polon-Gengar. Sag mal, Drache trifft auf Geist, oder? Ja. Also machen wir so kurz einen Prozess. Wobei auch der Level dann immer steigt von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe. Das heißt, Gengar wird sicherlich kein Feierabendausflug. Aber naja. Alpollo. Drachenklaue. Echt unfassbar, wie viele legendäre Pokémon in letzter Zeit in Bloody Platin auftauchen. Erst habe ich mich um Regi Eis, Regi Rock und Regi Steel gekümmert. Dann befreien wir Vesprit, Selfe und Tobutz. Nebenbei gibt es noch ein Arceus auf dem Weg. Also quasi zum Mitnehmen, Drive-In. Und jetzt geben wir uns ja auf die Sperrsäule, wo es auch ja, interessant zugeht auf jeden Fall. Jep. Danke, Gengar. Tschüssi. Also war doch nicht die Rede wert hier. Darf ich weiter? Das wäre... Nein, darf ich nicht. Ich darf nicht weiter. Ein Mogelbaum hält mich davon ab. Und ich sag dir, wenn du leben willst, geh aus der Bahn. Ganz ernsthaft. Danke. Ah, da ist also auch noch ein Weg, wenn wir dann Kaskade haben. Wir, Team Galactic, sind allmächtig. Nur ein Tor würde dem mächtigen Team Galactic trotzen. Ein Tor? Was? Von der deutschen Nationalmannschaft oder doch Bayern oder was? Sneebel, die alte Zwiebel. Oh yeah, Sneebel, die Zwiebel. Zwiebel, den Sneebel weg. Gute Wahl. Sehr effektiv. Sogar vierfach effektiv, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Dracheflug. Verdammter Mist. Sherox und Shellterra. Ich glaube, da werde ich halt doch ein paar Beleber verteilen. Davon haben wir ja genug. Davon können wir auch nur einige kaufen. Erdbeben. Sherox ist noch halbtot am Leben. Lucario ist halt einfach nur... Pff. Dem können wir ja nicht mehr kämpfen. Zurückgeblieben. Und ja, jetzt muss halt Shellterra ein bisschen aufräumen. So, so, so. Ja, ein paar EP tun ihm sicher auch gut, ne?
Pflanzen-Pokémon werden immer so leicht unterschätzt. Sneebunner, kriegen wir die genauso fertig wie Reddish? Mit der Zwinger, das finde ich aber gar nicht schön. Ja, der Zwinger sorgt dafür, dass ein Angriff dann zwei Angriffspunkte verliert statt einem. Das kann manchmal wirklich ärgerlich werden. Und ich sehe, Sneebunner hat aber was drauf. Aber wenn es ein Volltreffer war, aber dennoch. Es würde mich freuen, wenn es reicht, aber ich glaube es nicht. Heieiei. Und jetzt kommt Top-Genesung. Nein? Keine Top-Genesung, so ist in der Art. Irgendwie enttäuschend. Na gut. Geh baden. Level up. Wäre auch cool. Das ist schon ganz schön. Wie viel bringt der? 3000? Nein. Das reicht nicht. Pass mal auf. Beleber. 6 Stück, die verteilen wir jetzt mal fleißig, weil ihr seht, das ist nicht mehr lustig hier. Die Beltra tun aber trotzdem Shellterra nach vorne, weil der halt gerade am Zug ist. Das hat er auch mal verdient. Der Einzige, der noch auf... Upsi. Nee, Logok ist auch noch auf Level... Hallo! Logok ist auch noch auf Level 75. Trotzdem. Du mit Shellterra nach vorne. Und weiter geht's. Die muntere Reise durchs Pokémon-Land. Okay. War schon fast zu erwarten, dass wir unten lang müssen. Ich bin immer noch so halb geschockt vom Arceus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass man solche Pokémon einfach so begegnet. Ich finde es ja eine ganz nette Sache. Nur man ist halt so ein bisschen unvorbereitet. Ja. Ja, da kann man sich schwer ärgern beim Misserfolg oder auch sehr freuen, wenn der Erfolg Früchte trägt. Da ist ein Eingang, okay. Und hier sind einige Kraxlerwege. Da geht's weiter. Ich glaube, der Eingang, der hat nirgendwo großartig hingeführt, aber ich komme mich irren. Zeig mal. Oh! Ne, doch, hier geht's weiter, denke ich. Keine Ahnung, ich denke mal. Dies ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Doch, ich. Ich mag das. Ein Pokémon, ein Taurus. Ja. Geil. Ist das so, ja? Vermindert Angriff. Trotzdem Blättersturm. Er macht Gigastoß. Verdammt. 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 Okay, ich weiß schon, wen ich einsetze. Logok, der ebenfalls nur Level 75 ist. Aber er kann Kampfattacken. Himmellieb. Daraus muss ich wieder aufladen, das hast du davon. Und hier. Jetzt ist Kinn poliert, aber das ist ein ganz schöner Level hier, Respekt. Aber irgendwie trainiere ich selbst persönlich fast nie Pokémon, die sich nicht entwickeln können. Ich weiß auch nicht. Ditto, Taurus. Warte mal, wir gehen erstmal draußen, ich weiß echt nicht mehr, wo jetzt was der richtige Weg war irgendwie. Gucken uns halt in der Richtung um. Bleibt uns ja nicht viel übrig. Da ist nichts. Ich dachte, da wäre ein Item. Nein, das ist ein Pokémon. Ach, Formeo, du nervst. Der nervt echt bitter. Und süß-sauer. Und mit Curry. Nee, ernsthaft. Geh mir aus dem Weg jetzt. Echt. Werd langsam aggro. Wenn ich den ganzen Part nicht vorankomme... Weil irgendwelche... Weil das hier so ein Durcheinander ist und weil auch irgendwelche Pokémon meinen, mich aufhalten zu müssen ständig. Obwohl das total sinnfrei ist. Ich will mich nur mal umschauen da. Botogeld, ich habe doch schon eingesackt. Verteile deine Geschenke an die bedürftigen Kinder.
Lass mich sowas von in Ruhe, ey. Danke. So, hier ist auch ein Eingang. Was zur Hölle? Wie viele Wege gibt's denn, ey? Voluminas. Toll. Versuchen, den zu fangen. Bock habe ich keinen. Aber wir probieren's. Wie langweilt. Wie langweilt. Fliegen. Das wäre auch nichts. Das ist doch Stein, ey. Ach, wisst ihr was? Nee, da kann mich mal, wenn das jetzt ineffektiv ist. Was mit Sicherheit ist. Ich werde jetzt nicht wegen jedem Pokémon, was mir irgendwie über die Füße stolpert, alles stehen und liegen lassen. Ich will doch nur mal gucken hier jetzt. Wo führt denn das jetzt hin? Es ist zum Reihen. Das führt auch weiter. Warum? So viele Wege. Der andere Weg führt auch irgendwo hin. Das ist doch unglaublich. Das macht mich richtig fertig. Ich hasse den Kraterberg. Ich habe auch schon vorher gewusst, dass mir das nicht gefallen wird hier. So, guck mal, da unten ist nichts mehr los. Ja, das wollte ich doch wissen. Hier ist gar nichts mehr. Na, alle. So, da haben wir da unten den komischen Weg. Und der Weg, der eine, der führt nach oben. So. Dann gehen wir jetzt erstmal den komischen Weg. Weil der wird vielleicht irgendwie in die Sackgasse führen. Ich habe keinen Schimmer, ey. Ich habe mal besiegt, ja? Gut. Was ist das jetzt für eine Halle? Da können wir auch runter. Ich kann nicht wirklich was erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was das hier ist und was das hier soll. Meditar ist auf Level 40. Dann probier es halt. Ich hoffe nur, Xerox nibbelt nicht ab. Der wohl durchhalten gegen ein Level 40 Pokémon. Warum ist der Level eigentlich so niedrig? Hat es einen Grund? Kann man hier früher irgendwie noch hin? Dann überlebt er auch noch. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich keine Zeit heute. Egal, dann nehme ich mir halt Zeit. Naja. Pass auf, Xerox kriegt Supertrank, Top-Elixier. Hypertrank haben wir 17. Da kriegst du jetzt einen. Fertig. Besser als wenn du mit Beleber nur die halbe Leiste voll hast. Und den Schwachmaten, den kassieren wir kurz ein. Überball, danke bitte. Eins, zwei, drei, vier. Meditales Mann wurde gefangen. Trotzdem. Ich gerade schlecht drauf wegen dem Kraterberg. Es kann die Aura seines Gegners erkennen, indem es durch Hunger seinen Geist schärft. Oh. Deswegen bist du so schlank. Aber dicke Beine. Also ursprünglich aus wie ein Michelin-Männchen. Dann komm halt her. Dann komm halt her. Ich frage mich halt, was diese Halle ist und würde sie gerne schnell erkunden oder mir zumindest ein Bild davon machen. Aber das sei mir scheinbar nicht gegönnt. Quapsel. Quapuzzi. Und Quappo also. Ebenfalls ein Trio, das wir hoffentlich mit drei Drachenklauen in die Pfanne hauen. Tja, was erwartet uns am Ende des Kraterbergs? Das ist halt nicht übel. Manche haben sich beschwert, dass die Trainer teilweise immer nur die Kombinationen von, ich sag mal, die Entwicklungsstufen besitzen. Ja, ein bisschen lame schon, das hätte man mischen können.
Aber im Original, da war das halt jeder irgendwie ein Radikal gehabt oder so, was in der Art, ne? Das fand ich halt auch nicht so super mega dufte geil. Und was mich irritiert, schon Quapozzi überlebt ein Dings. Aber Quappo hat den Typ Kampf. Da können wir mit Erdbeben kommen und das werden wir auch tun. Wobei, gleicht es sich wieder aus, weil Boden ist ja nicht effektiv gegen Wasser. Und Quappo ist ja Wasserkampf. Mal gucken, ob es sehr effektiv ist oder nicht. Ob es wieder ausgleicht. Es gleicht sich wirklich wieder aus. Naja. Macht nichts. Drachenklaue und er ist weggefetzt und die Libertra erreicht Level 77, bitteschön. Danke. Katsching! Sehr schön. Galaktiker Rüppel. Ja, du bist traurig. Hoffentlich sind hier nicht noch mehr Trainer, weil ich habe keinen Nerv mehr. Da ist was und der versperrt irgendwie den Weg. Da können wir noch nicht lang oder so. Wir haben doch einen ganz anderen Weg. Das ist halt das, was mich irritiert. Und was mich irritiert, dass die Pokémon hier schwach sind. Vielleicht war das einfach ein Programmierfehler, keine Ahnung. Jo, da haben wir noch einige Trainer, ne? Fass es nicht, du bist bis hierhin gefolgt. Lass uns kämpfen. Wir sind der ganzen Sache aber nah auf der Spur. Das könnt ihr schon mal, da könnt ihr aber sicher sein. Zubat, Golbat und X-Bat. Die Welt hat alle Hände voll zu tun. Drachenklaue. Können wir vielleicht irgendjemand anderes mal nach vorne tun dann? Weil die Beltra, da stapeln sich die Erfahrungspunkte gerade. Der wird es schon überleben. Sehe ich dem an. Eine Nasenspitze. Die Nasenspitze eines Golbat. Haha, Schenkelklopfer, hä? Schwer vergiftet. Ja, der wird eh nicht mehr lang durchhalten. Die Beltrast-Uhr läuft ab. Aber ist auch gar nicht so verkehrt. Dann werde ich die Pokémon nicht austauschen. Der wird schon über kurz oder lang. Ja, ich habe ein kaltes Herz. Ich lasse meine Pokémon sterben. Ja, was soll ich mit Erdbeben machen? Ich mach halt weiter Drachenklaue. Wenigstens wär's ein Two-Hit-Kill, oder? Ja. Ja, ja. Kommen wir vielleicht sogar noch dazu, ihm irgendwie Schaden zuzufügen? Ist auch das letzte AP. Nee, kommen wir nicht. Von Drachenklaue gewesen. Als nächstes käme Logok. Ich setze jetzt halt mal Lashoking ein, um Eisstrahl zu machen. Und um das hier zu beenden. Giftzahn. Und tschüss. Okay. Dö-lö-lö. So. Muss mal ein bisschen meinen Kopfhörer anders machen. Ich erwarte ja heute ein Paket eigentlich noch. Dann habt ihr Kopfhörer auf und ich würde es gar nicht hören, wenn ein Paket kommt oder nicht. Ah, Bronzong. Der durfte jetzt natürlich nicht fehlen. Den können wir eigentlich gut schmelzen. Aber nee. Don't do that. Ich weiß, dass da nichts war, aber ich wollte mal sicher gehen. Puh, also ich setze ja fast nie Schutz ein oder so. Aber das wird mich jetzt schon langsam ärgern hier. Ganz ehrlich. Lass mich durch. Und dann am Ende ist nichts, der lässt ja nicht durch oder so. Egal, dann hätten wir schon mal alles besiegt, was es hier in der Gegend gibt. Was ich mich halt frage, wozu dann der andere Weg ist. Wozu? Ach, die Nerven da. So,
mal schnell außen rum gegangen. Wir können das auch abkürzen, wie ich sehe, mit Zertrümmerer. Das ist gut, weil das kann Lucario natürlich auch, wie wir alle wissen. Ich habe auch Kohldampf inzwischen. Das Ganze nimmt kein Ende. Hi. Richtig, du hast absolut recht. Ich habe mich völlig verlaufen. Tu mir nichts, ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. So. Gut. Gut, da wir jetzt wissen, dass es hier nicht weitergeht, gehen wir den anderen Weg. Haben die Trainer allerdings für später schon erledigt. Das ist auch schon was wert. Und dann haben wir es ja bald. So, noch kurz die Abkürzung nehmen, weil ganz außen rumlaufen möchte ich dann persönlich nicht. Warte, mein Kopfhörer wieder. So, zack. So. Ah, jetzt habe ich ihn kaum. So, blim. Unnütze Infos vor Win. So, wir sind gleich wieder draußen. Wir haben es gleich wieder. Da sind wir doch hergekommen, ja. Wir haben uns das hier mal angeschaut. Sind jetzt schlauer geworden. Hier gibt es nur schwache Pokémon. Warum? Warum ist das so? Diese Frage wird den Dr. Professor von und zu euch erklären. So. Sehr gut. Das ist das Problem, was ich vielleicht damals hatte beim ersten Durchspielen. Ich habe den anderen Eingang gar nicht gefunden, weil der halt doch so versteckt ist. Und wusste da echt nicht, was ich tun soll. Diese Situation haben wir hier im Let's Play nicht. Ganz im Gegenteil, ihr wisst ja, den habe ich schon im Vorhinein gefunden. Und ich wusste es nicht mehr. Also die ganzen Details von diesen komplexen Gängen und Möglichkeiten gehen mir mindestens genauso auf den Keks wie diese wilden Pokémon. Oder Bronzong, um genauer zu sein, um ins Detail zu gehen. Mein Computer, der heute Geräusche macht wie Sau, mein Magen, der knurrt. Und dass ich die Aufnahme immer wieder beenden muss, damit es nicht asynchron wird oder ähnliches. Ja, das ist so. Und jedes Mal, wenn ich die Aufnahme beende, kommt Camtasia und öffnet sich. Weil es halt cool ist. Und das nächste Bronzong kommt direkt. Oder Gravums. Wie waren nochmal die Level in der bizarren Höhle, wo das so abartig hoch war? War das nicht schon so Level 60 rum? Ist schon fast ähnlich wie hier, ne? Aber das war ganz am Anfang. Schon irgendwie unfair. Ja. Oh, gerade sage ich Level 60 und schon kommt da einer. Auf Level 60. Ja, ein paar Trainer haben wir noch. Doppelkämpfe wären noch besser. Was kannst du denn nicht schnell verlieren? Oder eher schnell verlieren? Na komm. Oder sie. Makuhita und Hariyama. Auch zwei interessante Varianten. Wir können ja Sturzflug. Flug ist effektiv auf Kampf. Damit hat sich das. Aber es verletzt auch Logok selbst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, und zwar ganz schön, ey. Über so sehr, dass ich das bei Hariyama gar nicht einsetzen möchte. Dämlich ärgerlich. So, schon wieder kurze Störung, aber so ist das eben. Ich bin für euch da, ich bleib für euch. So, wechseln? Nein. Jetzt halt die Frage, ob Logok jetzt das überleben würde. Ich sage nein. Ich sage nein, ich mach's trotzdem. EP-Verschwendung eigentlich. Hariyama wird in jedem Fall besiegt. Und der Rückstoß wird verheerend. Das kann eigentlich nur negativ ausgehen. Ja, wie es halt so ist. Ne? Und? Ja. Keine positive Überraschung von unserem Feuer-Pokémon-Begleiter. Bitter und schade. Keine EP. Mal wieder ein paar Beleber springen lassen. Ich meine, das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Ja. Machen wir die drei nochmal. Muss halt. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder ins Pokémon Center zurücklaufen. Das wäre fast sogar eigentlich die richtige Wahl. Weil meine AP sich wirklich dem Ende entgegenbewegen. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Jetzt ziehen wir es durch. Oder das nächste Bronzong. Ne? Ach nee, diesen Status hat jetzt Gravums abgenommen. Sehr schön.
Kein Problem, ich mache immer weiter. Wir von Team Galactic werden die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst, aber allein kannst du es nicht aufhalten. Ach ja, mal wieder so ein schlecht informierter. Mit einem Janma und einem Janmega. Schade. Das Schildherr leider keine gute Wahl. Ich probier's mal mit Knirscher. Ja. Käferflug, ne? Da könnte Lashoking mit Eisstrahl ganz schön zusetzen. Das machen wir bei Janmega dann letztendlich auch. Und Käfer ist effektiv auf Pflanze. Ist klar, ne? Ich habe hier also... Nein! Ja, da sage ich es gerade noch. Und lerne nicht aus meinen eigenen Fehlern. So ist das halt. Gut, zweimal Eisstrahl. Eisstrahl. Dem den Rest zu geben, das ist ja kein großes Unterfangen. Das ist nahezu selbstverständlich. Aber Janmega, den gilt es noch zu besiegen. Okay. Yay. War zu diesem Zeitpunkt das stärkste Käfer-Pokémon überhaupt. In der fünften Generation kam ein stärkeres, aber wie gesagt, die fünfte Generation habe ich mich nicht intensiv mit auseinandergesetzt. Weder die Pokémon angeguckt, noch gespielt oder ein Let's Play angeguckt. Gar nichts. Was ich mir gedacht, mache ich irgendwann mal, aber ich werde ja schon jetzt beschimpft, wie wenig ich die Pokémon und die Elemente kenne. Deswegen habe ich beschlossen, Weiß oder Schwarz nicht zu Let's Playen. Höchstens, wenn ich irgendwann Bock drauf habe, privat zu zocken. Weil das geht nach der Zeit eh nur noch auf den Keks. Immer so angeranzt zu werden. Aber Bloody Bloody macht mehr Fun. Das ist für mich so eine Art Best-of. Eine richtig geile Region mit Sinnoh. Finde ich gut gemacht und sehr groß im Vergleich zu den anderen. Die anderen wirken zwar auch groß, vor allen Dingen Kanto und Johto. Aber sind nicht ansatzweise so groß wie zum Beispiel Sinnoh. Es wirkt vielleicht so, aber... Es ist halt nicht mal die Hälfte. Nicht mal halb so groß. Mascholo! Da sind wir doch gut dabei jetzt, ne? Fliegen? Mach fliegen. Bei Mascholo reicht Fliegen aus. Die anderen können auch mal ein Erdbeben verkraften. Und dann hoffe ich, dass wir bald auf der Sperrsäule sind. Bei Cyrus. Der ja da irgendwas vorhat, keine Ahnung. Ist keiner so genau. Nein, nicht wechseln. Mit Libeltra sind wir da schon echt gut aufgestellt, finde ich. Mach halt Erdbeben. Na, 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 na. Und Mashomai. Weil ich immer so das Gefühl habe, Mashomai ist gar nicht viel stärker als Mashok, oder? Irgendjemand wird die Werte sicherlich kennen. Aber ich glaube nicht, ne. So ein Mega-Unterschied ist mir da noch nie aufgefallen. Der übertrumpft Mashok nicht um Weiten. Der Macho. Er sieht doch gar nicht so gewaltig aus. Ich weiß nicht. Mashok sieht irgendwie stärker aus. Nur weil der zwei Arme hat. Oh Gott. Okay, dann revidiere ich, was ich eben gesagt habe. Wahrscheinlich ist Mashomai doch ein bisschen stärker als Mashok. Ist er natürlich. Aber halt jetzt auch spürbar. Wenn man so direkt nacheinander gegen die kämpft, macht sich wohl doch scheinbar bemerkbar. Ach, die Beltra. Die Beltra. Wie viele kommen denn jetzt noch, ey? Das war's. Endlich, es geht weiter. Mit der Sperrsäule. Pass mal auf. Übertrank. Für die Beltra.
Kann ja nicht schaden. Und vielleicht sollten wir auch Jelly wiederbeleben. Sollten auch bald wieder Beleber kaufen, wenn es die zu kaufen gibt. Was? Keine Beleber mehr? Ach du heiliger Böhmbaum. Leute, damit sind wir auf der Sperrsäule. Haben jetzt das große Stückchen Arbeit erledigt. Und ihr könnt euch vorstellen, hier wird einiges Spektakuläres geschehen. Und was? Das werden wir sehen im nächsten Part. Dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wir haben jetzt einen langen Weg zurückgelegt, um das hier zu erreichen. Und ja. Wenn es gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr über Unterstützung freuen. Und ansonsten, weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao.